Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel YP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Wir sind mitten im Kampf gegen Burn Rooster. Und den machen wir jetzt einfach fertig. Zack. Ich habe schon alle anderen 7 erledigt. Meinst du, ich habe keine. Meinst du, ich schaff dich nicht mehr oder was? Upsala. Der legt schon verdammt los mit seinen anderen Angriffen. Na? Ja, du bringst die Dinger jetzt zum Wackeln. Oh mein Gott. Ui. Ich war noch nicht mal deine Schwäche hier einzusetzen. Uiuiui. Uiuiui. So, wenn ich mal wüsste, was seine Schwäche überhaupt wäre. Ich glaube Blitz. So. Ja, Eis, natürlich. Nicht ein Idiot. So, das ist jetzt. Au. Weißt du, was er macht, ist jetzt eigentlich die äußeren Dinger hier entflammen. Damit wir hier nur ein kleineres Gebiet haben. Wo bist du billig? Und wenn ich mich hier an den Feuergegner aus X4 erinnere. Der war so verflucht nochmal schwer. Und zack. Los geht's. Und das war's für den letzten Maverick. Tschüss. Aus dir wurde gerade gebratenes Hähnchen gemacht. Burn. Emergency transmission. The facility has lost control over the magma flow. Quickly, make your way to the mouth of the volcano before you burn up in there. Oh nein. Jetzt müssen wir auch noch hier raus. Das ist jetzt extrem nervig ohne Zero. Ich glaube, wir nehmen X, weil er kann nicht höher springen. Warum nicht? Ah, du hast das andere Fußteil, genau. Boah. Kein Wunder, warum er vorhin nicht so hoch springen konnte. Ich habe mich schon gewundert. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich dumm bin. Oh mein Gott, die Dinger fallen runter. Ich wäre beinahe verreckt. So. Boah. Ich bin auch weit oben. Kein Ding. Nein. Wenn ich jetzt verrecke, dann muss ich das nochmal machen. Da kannst du mir nicht antun. Mann, hätte ich Zero, ne? Boah, wenn das Spiel jetzt dann echt mit mir macht, ne? Ernsthaft, wenn das Spiel jetzt das mit mir macht, ne? Ich nehme lieber Äpfel. So ein bisschen fliegen, das kann es sein. Boah, wenn ich jetzt echt verreck, ne? Ich werde sowas von schreien. So viel fehlen kann ich nicht, oder? Das ist nicht möglich. Komm schon. Komm schon. Mein Gott. Oh Gott. Bin ich vorhin schon so weit gekommen? Ja, ne? Nee. So. Verarsch mich jetzt bitte nicht. Lass mich einfach die Level beenden und nach Hause gehen. Mein Gott, was mache ich denn hier? Los, komm schon. Nein. Boah. Wegen dem blöden Analogstick, die sich hier. Und ich höre das Ziel. Ha! Oh mein Gott. Schweiß bis zum letzten Moment. Ein Coaching. Erhaltene Waffen.
Was dachtet ihr denn? Und wieder ein allgemeines Ding. So. Okay. Das war natürlich wieder unnötig knapp. Warum? Warum macht das Spiel das mit mir? So, was haben wir bekommen? Einen Waffentank. Geil. Obwohl ich den eigentlich nicht so brauche. Ich möchte gerne eine Waffenladung. Dann bei hier rum und auch nochmal. So, und jetzt können wir hier die Lebenserhöhungsdinger holen. Weil jetzt geht es jetzt richtig ab. Jetzt brauchen wir das ganze Zeug auch. So, dann lass mich mal gucken, was kann ich denn noch hier holen? Ich brauche nur zwei Sachen. Ne, ich brauche drei Sachen für Excel, mein Gott. Ich hole mir jetzt die Schildrüstung. Weil Zero wird die brauchen, wegen Nahkampf und so. So, na, jetzt kann ich mir nichts mehr holen, ne? Okay. Jetzt haben alle ihre maximalen HP. Jetzt wird es jetzt richtig toll. Und was kommt jetzt? There's no doubt in my mind now. This whole incident has Sigma written all over it. Where is he anyway? It's obvious that Sigma's involved, but things are bound to be different this time. It doesn't seem as if he's controlling these new Mavericks like puppets. They all seem to be him. Do you mean copies of Sigma? I'm not sure. So far, all the sites attacked have been related to the Jacob Project. Huh? I'm picking up a transmission. Oh nein. Was ist hier los? Oh, was eine Überraschung. Es ist Sigma. Von all den Leuten. Naja, war eine Überraschung. Okay. Sigma. Nein. Long time no see, X. You just don't know when to quit, do you? Don't worry, X. It'll all be over soon and we'll never have to meet again. Außer im nächsten Teil, den es noch nicht gibt. The primitive space development of your world now belongs to me. What? Space? That's right. Our future lies in the sky. Your old world has outlived its usefulness. Maverick scum, what's your scheme this time? Scheme? This is Providence. I'm merely ushering evolution along its natural path. Evolution? So Sigma was really after the Jacob Project all along? If you stop to think about it, it makes a lot of sense. Space development and the emergence of new generation Reploids aren't unrelated. So, he's causing these new generation Reploids to go Maverick, huh? We can't let him get away with this. Sigma's transmission was disrupted by the orbit of the satellite. This is lucky. The elevator is still functional, so we can use it to get to him. Ja. Damit haben wir eine nächste Level freigeschaltet. Aber die werde ich noch nicht in Angriff nehmen. Stattdessen muss ich... Mir ist eingefallen, wo ich jetzt hier noch ein Metall verpasst habe. Und wenn wir schon dabei sind. Wir rüsten jetzt die komplette Rüstung in Blau aus. Und bekommen somit die Hermes-Rüstung, verstärkt alle Teile und macht den X-Antrieb nutzbar. Roger. Sag. Let's do it. Okay. Ich hoffe nur, ich habe den richtigen Charakter dabei. Und die, ja, die richtige muss ich ja dabei haben. Ich habe ja alle. Also, ja, fangen wir jetzt schon mal mit dem Bonus-Klamotten an. Ich versuche die anderen aber so, ja, Let's Play freundlich wie möglich zu machen. Also werde versuchen, so gut wie möglich zu schneiden und immer nur an den Punkten, wo die Dinger sind,
zu schneiden und was weiß ich. So, wir haben den X-Antrieb freigeschaltet. Und das ist das hier. Was macht das? Solange Energie vorhanden ist, wird die Rüstung beträchtlich verstärkt. So, das heißt, wir werden noch weiter unbesiegbar. Hui, das heißt, wir können ja durchdüsen, als wäre es nichts. Ha, ha, ha. Ah! Mann! Ey. Lass mich durch. Nein. Ach, und wir bekommen immer Ladeenergie dazu. Ja, das wusste ich alles nicht mehr. Tut mir leid. So. Aber anders werden die Dinger jetzt nicht verstärkt, ne? Ich dachte, die anderen Teile werden auch verstärkt. Zack, zack. Das ist übrigens das selber können. Plus 2. Neat, hä? Zack. Jetzt setzen wir erstmal die ganzen Dinger hier ein. So, ich kann ja mal die Dinger hier einsetzen. Ha. Soll ich auch mal gucken, wie das aussieht. Natürlich so. Warte mal, ist das größer geworden? Nee. Okay. Warte mal. Show you can. Ja, Capcom halt. Schön. Da wusste ich alles nicht mehr. So, wie komme ich da hoch? Benutze deinen Kopf, um herauszufinden, wie du oben die Felsen zerbrechen kannst. Oh nein, jetzt nicht ernsthaft. Nein, ich habe das falsche Dingen. Gott verflucht. Noch schneller, das schaffe ich noch schnell in diesem Part. Es war so klar. Es war sowas von klar. Mann. Nein. Alter. Schaffe ich nicht mehr in dem Part. Wenn doch, dann bin ich gut. Und wenn nicht, dann bin ich schlecht. Dass ich schlecht bin, habe ich schon unter Beweis gestellt. Ey, ich kann aber so ein Pech haben. Ich hätte mich informieren sollen, ernsthaft. So viele Fails verträgt dieses Let's Play nicht. So viele Fails verträgt das Internet nicht. I have crashed the Internet. So, jetzt in Rekordgeschwindigkeit. Ja. Einfach durch. Ich habe gesagt, einfach durch. Lass mich einfach durch. Ganz, 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 ganz schnell. So. Ah, das schaffe ich noch. Komm schon. Ja, das schaffe ich noch. Los. Noch eine Minute. Komm schon. Nein, jetzt tun wir auch noch Asynchron auftauchen. Zack. 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 So, weiter. Mein Gott. Kopf, okay. Bam. Und zack. Und das letzte Metall. Und raus hier. Ich möchte nur gucken, was wir freigeschaltet haben. Und direkt kaufen. Und irgendwas für Excel. Gut, das letzte Ding für Excel. Exzellent. So. Ja, neuen Chip. Bam. Ganz schnell. Schock. Schockschlucker. Du bist von Treffern, die du einsteckst, nicht mehr nach hinten geworfen. Das ist geil. Aber das kostet auch voll viel. Verdammt. Na gut. Ja. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die Bonussachen alle einsammeln. Tschüss.